Ganz genau. Dankeschön, Hans-Werner. Und ich halte mich kurz. Ich gebe direkt zurück ins Plenum. Da spricht nämlich Anton Hofreiter. Mit einer solchen Geschwindigkeit eskaliert. Und wie reagiert die sich bildende Große Koalition auf die sich radikalisierende Klimakrise? Sie reagiert damit darauf, dass sie die deutschen Klimaschutzziele aufgibt. Und wie begründet die sich bildende Große Koalition das? Sie begründet es damit, dass die deutschen Klimaschutzziele schwer zu erreichen gewesen wären. Und deshalb hätten sie es aufgegeben. Ja, verdammt noch mal! Wenn es leicht zu erreichen gewesen wäre, dann bräuchten wir auch keine Regierung. Dann wird es doch von selber passieren. Und wenn ihr es nicht könnt, dann lasst es halt sein und redet euch nicht damit raus, dass es schwer ist. Natürlich ist es schwer. Aber die Aufgabe für uns Grüne ist es nicht nur zu zeigen, wo die sich bildende Große Koalition versagt, wo sie ideenlos ist, wo sie ziellos ist, wo sie keine Idee hat, in welche Richtung sie dieses Land führen will. Nein, unsere Aufgabe ist es zu zeigen, wie es funktionieren könnte, wie man die Klimaschutzziele erreichen kann, wie man dafür sorgen kann, dass die Europäische Union nicht in ihrem Bestand gefährdet ist, wie man wirklich Fluchtursachen bekämpfen kann. Und wir Grüne wissen, wie das geht. Durch den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien, durch den Ausstieg aus der Kohlekraft, durch das Ende der Waffenlieferungen in Krisenregionen, durch das Ende von Massentierhaltung und den Export billiger Hühnchenteilchen, was die Landwirtschaft in vielen armen Ländern ruiniert, durch eine gute Antwort auf Macron, die nicht nur sparen, sondern endlich auch investieren enthält. Und das ist etwas, was wir popularisieren müssen, was wir in die Bevölkerung tragen müssen, dass wir den Menschen zeigen können, es ist nicht nur alles schwierig, nein, wir haben auch die Ideen und es gibt verdammt viel gute Ideen und es gibt die Hoffnung, dass es in Zukunft besser wird, wenn ihr den Mut habt, Bündnis 90 Die Grüne zu wählen und wenn ihr uns an die Regierung lasst und zeigen lässt, wie man die Dinge verändern kann. Und wir haben... Und wir haben 2018 die Chance, das zu zeigen, in Hessen zu zeigen, dass wir gut regiert haben, dass sich auch mit der CDU schwierige Dinge zum Positiven verändern lassen, mit Tarek in der Verkehrspolitik, in der Wirtschaftspolitik, mit Priska in der Umweltpolitik, im Landwirtschaftsbereich, zu zeigen, dass das weitergeht. Da haben wir in Hessen die Chance. Und seht es mir nach, dass ich auch etwas zu Bayern sage. In Bayern haben wir die ganz große Chance. Eine Partei, die nachdem sie fast 50 Jahre die meiste Zeit allein regiert hat, davon schwafelt, dass eine konservative Revolution notwendig wäre, diese Partei endlich in die Opposition zu schicken, dass sie lernt, über bestimmte Dinge nachzudenken. Denn wir stehen als Einzige wirklich ganz klar und hart gegen die Hetzer von rechts. Und wenn es dann immer heißt, man muss Verständnis haben für die Ängste der Menschen, weil es gibt viele sozial Abgehängte. Ja, es mag Menschen geben, die rechts wählen, weil sie sich abgehängt fühlen. Aber ich will diese ewige Behauptung nicht mehr hören, dass vor allem die sozial abgehängten rechts wählen. Verdammt nochmal, nur weil man arm ist oder weil man Arbeiterin oder Arbeiter ist, ist es doch kein Grund, dass man rechtsradikal wird. Sondern was ist da unser Job? Was ist da unser Job? Diejenigen, die glauben, die Rechtsradikalen und die Rechtspopulisten bekämpfen zu können, indem sie ihnen hinterherlaufen, klar zu sagen, nein, wir stehen ganz klar auf Seiten der Humanität. Und wenn wir die einzigen Partei sind, die auf Seiten der Humanität stehen, dann stehen wir trotzdem auf Seiten der Humanität und mit mehr Energie und mit mehr Kraft. Und das zeigen wir auch in Bayern. Es kommt darauf an, zu zeigen, dass man eine Landwirtschaftspolitik machen kann,
wo man nicht Bauern und Verbraucher gegeneinander ausspielt. Eine Mobilitätspolitik, wo man nicht das ganze Land zubetoniert, sondern wo man Mobilität durch Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs stärkt. Und all diese Chancen haben wir. Und deshalb, 2019 kämpfen wir alle dafür, dass wir im Osten dafür zeigen, dass wir im Osten auch eine starke Partei sind. Aber 2018 hätte ich die Bitte, dass wir in Hessen dafür kämpfen, dass wir die Regierung fortsetzen können und dass wir in Bayern, und kommt alle in schöne Bayern, dafür kämpfen, dass die CSU endlich mal Zeit hat, sich in der Opposition zu regenerieren. Es wird einfach Zeit. Vielen Dank. Anton Hofreiter, war das eine Rede mit Schalldruck, würde ich meinen, der hier die Delegierten auch ein bisschen einstimmt auf die bevorstehenden Wahlen und die großen Themen, die die Grünen jetzt ansprechen und angehen sollen im Wahlkampf, wenn es darum geht, in Hessen und in Bayern die Partei im Landtag zu verteidigen. Und jetzt ist die nächste Rednerin Ute Kossi von aus Heidenheim. Er spricht an, dass wir Widerstand leisten müssen. Und er spricht an, dass wir das tun in der Verantwortung, die wir fühlen für unseren Planeten. Denn wir schauen nicht nur auf Deutschland, sondern wir haben Europa und die ganze Welt im Blick. Ja, wir brauchen ein grundsätzliches internationales Denken. Der Ast, auf dem wir sitzen, ist ein globaler. Aber der Baum, der diese Äste trägt, der lässt sich nicht von Menschen lenken, nicht von Menschen beeinflussen, aber er lässt sich von Menschen zerstören. Und das genau geschieht gerade. Es ist doch so, dass wir in Deutschland mitbekommen, dass diejenigen, die sich vor Fluchtursachen fürchten, dass die nicht mitbekommen, dass die Menschen alle Grund haben, die Deutschen zu fürchten. Dass die Männer und Frauen, die auf der Flucht sind, in Not und Elend, in unterversorgten Lagern, dass die begreifen müssen, brutal begreifen müssen, dass die Herzen in Europa und in Deutschland erkaltet sind. Dass Menschenrechte, Werte, die Erfahrungen der Kriege wie Sand zerronnen sind. Sklavenmärkte in Libyen, hofierte Kleptokraten, Markteroberungen durch Billigimporte, Schutz für Steuerschlupflöcher, Ausbeutung von Rohstoffen. Das ist doch die Kehrseite, die wir dieser Welt anbieten. Und gerade jetzt, in dieser Woche, haben wir mitbekommen, wie schlecht Deutschland auch mit der afrikanischen Vergangenheit umgeht. Die Herero und Nama klagten diese Woche gegen Deutschland auf offizielle Anerkennung des Genozids. Bis heute hat der Deutsche Bundestag diesen Genozid nicht anerkannt und sich auch nicht offiziell entschuldigt. Deutschland steht am Pranger und dies zu Recht. Liebe Freundinnen und Freunde, worüber ich mich immer wieder aufrege, es gelingt nicht, die verzerrte Wahrnehmung auf Afrika hier in Deutschland zu korrigieren. Man könnte meinen, das wäre nicht weiter schlimm. Aber ich meine, es ist extrem schlimm. Warum? Weil diese alte Denke zwischen Schwarz und Weiß, zwischen oben und unten, zwischen kultiviert und nicht zivilisiert, weil dieses Denken immer noch in unseren Köpfen, unseren Blick auf andere Menschen, auf andere Kulturen bestimmen. Und dies ist ein Gebräu, in dem Rassismus wächst. Und deswegen müssen wir dagegen angehen. Und deswegen brauchen wir auch eine andere Entwicklungspolitik, eine andere Denke im internationalen Handeln, die gemeinsam mit den Menschen vor Ort daran arbeitet, Strategien gegen Rassismus, Fremdenhass, Fluchtursachen, Klimawandel, gegen Kleptokraten, gegen Kriminalität anzugehen. Das geht nur gemeinsam international und nicht alleine. Und wir sind diejenigen, die dazu auffordern, international humanitär zu handeln. Und das ist unser Auftrag. Und dafür müssen wir kämpfen für die nächsten Jahre. Danke. Vielen Dank, Ute. Als nächstes kommt Dieter Janicek aus dem Kreisverband München. Und danach ist der nächste gesetzte Redebeitrag von Katrin Göring-Eckardt.
Gehört sich so, ne? Ja, liebe Ska, liebe Paula, ich finde das ganz wichtig und richtig, was ihr zu Ostdeutschland gesagt habt. Und ich glaube, ich kann auch stellvertretend für die Grüne Bundestagsfraktion sagen, wir werden euch mit Sicherheit nicht im Stich lassen. Wir werden mit euch kämpfen, wie wir es die letzten Jahre, ich zumindest auch, und viele getan haben. Und das sage ich als Bayer und übrigens auch als ehemaliger Ösi. Denn wenn man immer denkt, die AfD, die ist nur in Ostdeutschland, also in meinem Ort, wo ich wohne, in Wolnzach, in Oberbayern, hat die AfD 15%. 20 Kilometer entfernt von dem Heimatort meiner Eltern in Niederbayern, Eggenfelden, hat die FPÖ um die 30%. Also das sind Entwicklungen, die wir haben und gegen die wir stark kämpfen werden. Und wir Bayern schauen natürlich jetzt auf die Landtagswahl, wir schauen auch nach Österreich. Wir schauen dorthin, wie man es nicht macht, übrigens auch als Grüne nicht macht, nämlich sich zerlegt, sich klein macht, es nicht schafft, sich auf einen gemeinsamen Kurs zu einigen und die Relevanz zu verspielen. Ich war noch nie so stolz auf die Grüne Partei wie in den letzten Monaten. Das hat für mich zwei starke Gründe. Zum einen die Sondierungsverhandlungen, da geht es um Relevanz. Wir haben gezeigt, und das war für mich ein Unterschied zu 2013, dass wir es wirklich ernst meinen, dass wir auch mit schwierigen Partnern in der Lage sind, elementare Ziele wie den Kohleausstieg, den Einstieg in die Elektromobilität, Pflegenotstand beheben, viele Ziele auch konträr gegen andere durchzusetzen. Das war Glaubwürdigkeit, das hat uns genutzt und das hat uns die Zustimmung der Bevölkerung gebracht. In Bayern kann ich das sagen. Und ein relevanter zweiter Punkt ist, und das erlebe ich als jemand, der jetzt seit vielen Jahren schon die Unternehmen besucht und Wirtschaftspolitik gemacht hat, und das war für mich was Revolutionäres fast, in der Phase der Sondierungen, als es um den Kohleausstieg ging, da haben sich die Umweltverbände für uns ausgesprochen. Natürlich, wir haben Druck gemacht an der Basis. Aber was ganz relevant war und ein Unterschied war zu früher, es haben sich 51 große deutsche Unternehmen für den Kohleausstieg ausgesprochen in Deutschland. Und so eine Welle, ein solches Bündnis für einen ökologischen Wandel der Gesellschaft in der Wirtschaft, das muss auch ein Ziel sein für die nächsten Jahre für uns bei Bündnis 90 Die Grünen. So, jetzt ist das ja so, wenn man kurz vor dem Ziel war, gestalten könnte. Und Toni hat es vorhin gesagt, das Klima wartet nicht auf uns. Simone hat es gesagt, das Klima braucht Handlung und sie kriegt es jetzt nicht. Dann stellt sich ja schon die Frage, Opposition, so sieht es dann momentan aus. Was ist jetzt die Aufgabe einer grünen Partei? Und ich glaube, sie wird zum einen im Parlament sein, das ist richtig und wichtig. Aber sie wird auch sehr, sehr stark sein, gesellschaftliche Bündnisse draußen auf der Straße mit den Verbänden, mit den Unternehmen, mit den Sozialverbänden zusammenzukriegen, dass wir beweisen können, wir können auch wachsen, wachsen über uns hinaus, wachsen für gesellschaftliche Mehrheiten, dass man am nächsten Mal nicht mehr bei uns rumkommt. Und wenn wir das verstehen, glaube ich, dass wir bei Themen wie dem Wandel Richtung Elektromobilität, ich habe im Wahlkampf, ich bin gleich fertig, im Wahlkampf eines gemacht, ich habe mir ein Fahrrad gekauft, ein Elektrofahrrad brauche ich eigentlich nicht, weil es nicht so hügelig ist, und ein Elektroauto. Und bin mit dem die ganze Zeit durch die Gegend gefahren, wie viele Vorurteile noch da sind, dass wir Möglichkeiten haben, die Mobilität zu verändern, auch mit der Digitalisierung, mit neuen Modellen, dass wir kommunale Räume stärken können. Also es sind so viele Themen auch wieder da, die wir weiterentwickeln können. Wenn wir diese Rolle wirklich wirksam annehmen, dann ist mir nicht bange mit der Relevanz, die wir gezeigt haben, dass wir stark sein werden. Und ich will, dass wir stärker werden. Und in Bayern werden wir es zeigen, dass wir die CSU aus der absoluten Mehrheit vertreiben und selber das Land gestalten, denn das braucht Bayern. Bayern ist mehr als die CSU. Bayern braucht starke Grüne. Dankeschön. Dieter Janicek war das vom Kreisverband München. Ganz klar hat man natürlich hier auch gehört, ein bisschen Wahlkampf ist dabei, denn als jemand aus dem Kreisverband München hat ja Herr Janicek Wahlen dieses Jahr im Herbst in Bayern vor sich. Und jetzt kommt der gesetzte Redebeitrag von Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen und die Spitzenkandidatin der Partei bei den Wahlen 2017 für den Deutschen Bundestag, wo die Grünen 8,9% geholt haben. Und jetzt redet Katrin Göring-Eckardt. Wenn man die großen Redebeiträge hört und wenn man die bisherigen Rednerinnen und Redner hört, dann sieht man, die Ossis haben heute die Nase vorn. Das ist auch gut, das ist auch richtig so, weil wir haben echt was zu verteidigen, wir haben echt was zu gewinnen. Zwar nicht bei den unmittelbaren Landtagswahlen, aber, liebe Paula, nein, niemand in diesem Saal, niemand in der Führung der Grünen wird auch nur einen Moment darüber nachdenken,
entweder Sachsen oder irgendwelche Regionen von Thüringen oder von Sachsen-Anhalt den Rassisten, den AfDlern, den Pegidas, den Ligas oder wem auch immer zu überlassen. Wir werden für den Zusammenhalt der Gesellschaft kämpfen in der ganzen Republik, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, im Moment hat man das Gefühl, ganz Deutschland sitzt irgendwie im Wartezimmer. Man wartet auf eine Regierung, die nicht will, aber doch muss. Die einen wollen gar nicht, die anderen denken, sie wollen, müssen, sollen. Und was haben wir? Eine große Koalition, die nur noch eine kleine ist. Liebe Freundinnen und Freunde, das einzige Große an denen ist die große Ambitionslosigkeit. Und das ist das Problem für dieses Land, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben wirklich einen ganzen Berg von Aufgaben. Und da schicken sich welche an, die die großen Probleme, die die großen Fragen einfach liegen lassen. Und was ist das? Was ist die eigentlich einzige zentrale große Frage mit unterschiedlichen Auswirkungen? Wir haben eine potenzielle Regierung mit der SPD, die lässt die große Frage der Ungleichheit in diesem Land liegen. Und ich sage auch, was ich mit Ungleichheit meine. Ich meine mit Ungleichheit die soziale und die ökologische Frage. Die Antworten, die die Große Koalition jetzt gerade gibt, die sind aus dem 20. Jahrhundert und älter. Aber mit solchen Antworten kommen wir nicht in die Zukunft. Die Frage des Klimaschutzes ist angesprochen worden. Es ist doch verrückt, dass das Einzige, worauf man sich wirklich sofort einigen konnte, bei allem Stress und bei allem Streit, war die Abschaffung der Klimaziele. Nein, die Klimaziele abzuschaffen, ist überhaupt keine Antwort auf die Zukunft. Es ist das Gegenteil. Und es ist die Frage von Ungleichheit, die uns so wahnsinnig beschäftigt. Und zwar national, global und eben auch europäisch, liebe Freundinnen und Freunde. Wer das macht, wer das so macht, wer ökologische Krisen so angeht, dass die einen ohne Hemmung leben und die anderen mit den Konsequenzen, Erosion, Sturmschäden, Wassermangel, diese Bedrohungen sind ganz real. Und auf diese realen Bedrohungen braucht es radikale Antworten. Die gibt es nur bei uns, liebe Freundinnen und Freunde. Und deswegen werden wir alles dran setzen, diese radikalen Antworten durchzusetzen. Und diese große Ungleichheit ist eben auch eine zutiefst soziale Frage. Nein, es geht nicht um das einfach irgendwie abgehängt sein, sondern es geht darum, dass die einen sich immer sicher sein können, dazu zu gehören, und dass die anderen sich immer unsicherer werden, ob sie überhaupt eine Chance auf eigene Zukunft haben. Und da gibt es viele kleine Fragen, die da dranhängen. Die Frage des Wohnens. Da kann man sich anschauen, was diese Vereinbarung gemacht hat bei den Pflegekräften. 8.000 wollen sie inzwischen dazu bringen. Wir haben gesagt, 25.000 sogar mit der FDP, liebe Freundinnen und Freunde. Daran seht ihr, es wäre wirklich mehr drin gewesen für diejenigen, die die härteste und die schwerste Arbeit machen. Und mir ist es peinlich, jeder einzelnen Pflegekraft in diesem Land gegenüber, die wieder keine neue Kollegin hat, die wieder alleine Nachtdienst macht, dass wir solch eine Regierung womöglich bekommen werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und ihr könnt es euch anschauen bei der Kinderarmut und ihr könnt euch anschauen, was Große Koalition bewirkt. Wir haben es gerade in diesen Tagen gesehen. Wenn sie mal Ambitionen zeigt, dann haben wir das ganz besonders gerne bei Rüstungsexporten in die Türkei. Da kann ich nur eins sagen. Wenn Sigmar Gabriel uns die Nachrüstung der exportierten Panzer in die Türkei, die dort eingesetzt werden in einem blutigen neuen Kampf, in einer blutigen neuen Front, wenn er uns das verkaufen will, als besonderes Zeichen von Frieden, wie er das gemacht hat, als er in Goslar mit seinem Kollegen geredet hat, dann braucht die SPD überhaupt keine Angela Merkel als Glaubwürdigkeitsproblem. Das macht sie sich schon selber, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will, dass wir als Grüne auf diese große Frage der Ungleichheit, der Verunsicherung eine Antwort geben und dass diese Antwort zu tun hat mit Radikalität dort, wo sie notwendig ist, mit Empathie dort, wo sie verdammt nochmal angezeigt ist, liebe Freundinnen und Freunde, dass sie verbunden ist mit Entschlossenheit. Und ich will, dass wir dort,
wo Rassismus herrscht, diesen Rassismus auch genauso benennen. Ob das im Parlament ist, ob das auf der Straße ist, ob das im Kreistag ist, ganz egal, ob es zu Hause ist oder am Stammtisch. Das wird unsere Aufgabe sein und wir werden sie auf viel klarere und viel deutlichere Art und Weise beantworten müssen. Ich mache mir keine Sorge, dass Bündnis 90 die Grünen das nicht tun, aber ich mache mir Sorge darum, dass wir eine Regierung haben, die diesen Leuten hinterherrennt und eben doch eine Obergrenze beschließt und eben doch den Familiennachzug nicht mehr aussetzt, sondern komplett abschafft und ein paar Gnadenregelungen für Härtefälle macht, liebe Freundinnen und Freunde. Ich mache mir Sorgen darum, dass sich diese Republik so nach rechts verschiebt, dass der Zusammenhalt in Gefahr ist. Und dafür stehen wir als Anker in der Gesellschaft, der den Zusammenhalt weiter will, liebe Freundinnen und Freunde. Und zum Schluss. Liebe Katrin, du musst leider zum Schluss kommen. Es tut uns leid. Und zum Schluss. Wir erwarten jetzt die Große Koalition. Aber wir wissen, es geht besser und es geht mehr. Wir, Bündnis 90 Die Grünen, wir haben noch eine Rechnung offen. Und ich sage auch ich ganz persönlich, ich habe noch eine Rechnung offen, weil ich weiß, es geht besser, weil ich weiß, es geht sozialer, weil ich weiß, es geht ökologischer, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, wir machen jetzt harte Opposition, nicht nur gegen die Große Koalition, sondern eben auch gerne gegen die AfD. Und auch die FDP kann sich bitte schön warm ansetzen. Liebe Freundinnen und Freunde, das Jahr 2018 ist für Bündnis 90 Die Grünen das Jahr der wild Entschlossenen. Der wild Entschlossenen in all diesen politischen Fragen, aber vielleicht auch der wild Entschlossenen, wenn es um die eigene Satzung geht. Ich danke euch. Eine wild entschlossene Katrin Göring-Eckardt, will man sagen, war das, die hier ihre Partei und die Delegierten einstimmt auf die Oppositionsrolle, die die Grünen als kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag nun einnehmen wird, nachdem ja die Jamaika-Sondierungen geplatzt sind. Es beginnt jetzt die dritte Runde der gelosten Redebeiträge und als erster spricht jetzt hier Yannick Feuerhahn vom Kreisverband Berlin-Pankow. Das Schockjahr mit dem Brexit und Trumps Wahl. 2017 war das Jahr der Stabilisierung. 2018 kann zum Jahr des Aufbruchs und der Erneuerung der EU werden. Wenn ich bei den Parteitagen der Europäischen Grünen Partei bin, zuletzt im November in Schweden, und mit Grünen aus anderen Ländern spreche, dann spürt man diese Jahre noch nach. Es gibt Zweifel, aber ich höre auch Hoffnung auf einen neuen Aufbruch. Aber das wird nicht einfach. Die Spaltung in der EU geht tiefer als die Frage der richtigen Ausgestaltung der Eurozone oder der richtigen Flüchtlingspolitik. Die Verunsicherung durch Globalisierung, Digitalisierung und Wertewandel haben wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Und das hat etwas ausgelöst. Es geht jetzt um die Grundsatzfrage. Es geht um den Kern, der die EU ausmacht. Wie eng wollen wir zusammenarbeiten, um drängende Aufgaben zu lösen? Die Orbáns, Strackes, Le Pens und wie sie heißen. Was wollen diese Leute? Zurück in den Nationalstaat, die Grenzen in Europa wieder hochziehen, sich auf seine eigene Scholle zurückziehen? Wie kann das eine Lösung sein angesichts einer immer vernetzteren Welt? Stürme in der Karibik, ausgelöst durch Kohleschlote in China. Digitale Giganten, die das Netz beherrschen und über 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Und wir verkriechen uns in kleinen Nationalstaaten. Nationalismus bedeutet Krieg, hieß es früher. Vielleicht ist es heute in Europa nicht mehr Krieg, aber Nationalismus bedeutet heute Grenzen hochziehen, Abschottung, Egoismus und menschliches Leid. Für mich ist klar, das ist nicht die Art, wie ich in Europa leben will. Und vor allem ist es politisch die vollkommen falsche Antwort. So werden wir keine einzige Herausforderung lösen. Europa, die EU, ist bei allen Schwächen eine kluge politische Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit. Klimaschutz, Sozialstandards setzen, Gestaltung der Digitalisierung. Ohne die EU sehen wir ziemlich klein aus. Wie es in Europa und damit für uns weitergeht, darum geht es 2018. Macron hat einen Vorschlag gemacht, Europa zu stärken. Jetzt kommt es auf Deutschland an, jetzt kommt es auf uns an. Wir müssen jetzt Druck machen für die Vertiefung, für eine politischere Union. Und wir müssen mehr Menschen mitnehmen auf diesem Weg als bisher.
Wir sehen Vielfalt als Bereicherung. Andere sehen Vielfalt als Bedrohung. Wir müssen uns anstrengen, auch die mitzunehmen, die es gerne übersichtlicher hätten, die nicht automatisch für eine Übertragung von Kompetenzen an eine höhere Ebene sind. Es wird auf uns ankommen, diesen Graben zu überwinden. Es wird darauf ankommen, klarzumachen, dass Europa nicht nur ferne, lobbygetriebene Entscheidungen sind. Es wird darauf ankommen, zu verdeutlichen, dass Europa du und ich und der Nachbar nebenan sind. Und das ist Janik, du musst leider auch zum Schluss kommen. Ja. Und dass es für unser tägliches Leben ein Vorteil ist, dass die EU zusammenwächst. Und wir müssen dafür kämpfen, dass in der EU eine ökologische, eine sozialere Politik gemacht wird. Wenn wir daran arbeiten, können wir Europa stärken. Lasst uns mit Werf für ein starkes, ein besseres Europa werben. Janik Feuerhahn aus dem Kreisverband Berlin-Pankow war das. Und als Nächster spricht Reinhild Hugenroth vom Kreisverband Wittenberg. Ja, ihr Lieben, die zahlreichen Wortbeiträge zeigen, es geht um was, wenn Grüne in diesem Land sich treffen. Es geht um was, wenn Grüne zusammenkommen und ihren Verband neu ordnen. Es geht um was, wenn die Parteispitze neu gewählt wird. Ja, es können die großen Tage und Wochen für das grüne Spitzenpersonal werden, wenn wieder eine Regierungsbeteiligung in die Nähe rückt oder, was nicht ganz unwahrscheinlich ist, auch Neuwahlen wieder bestritten werden müssen. Das alles kann sehr spannend werden. Es kann aber auch sein, dass es in den nächsten 4 Jahren viel Graubrot zu kauen gibt. Das heißt, der Parteivorstand hangelt sich von Pressemitteilung zu Pressemitteilung und von Talkshow zu Talkshow mit abnehmender Zufriedenheit über die selbstgestellten Aufgaben wie Grundsatzdebatten oder Zukunftswerkstätten. Beides ist drin, wenn man den Laden neu aufstellt, und das müssen wir heute tun. Ich bin insgesamt mit den Vorschlägen für die Satzungsänderung sehr einverstanden, aber da endet aber auch meine Zufriedenheit. Mir behagt der in diesen Tagen herbeigedichtete Generationenkampf nicht, der unter diese jungen Leute geführt wird. Lieber Erik Marquardt, es ist kein Problem von Jüngeren oder Älteren in der Partei, wenn man eine neue Quote fordert. Das kann man tun, aber ältere Parteimitglieder können genauso gut neu in der Partei sein. Die Rotation wurde damals gründlich abgeschafft, wie man an unseren Überlebenden aus diesen Jahren, Jürgen Trittin, Claudia Roth oder Reinhard Bütikofer, sehen kann. Wie, liebe Leute, sollen sich Menschen, die in den 60er Jahren geboren wurden, aber zwischendurch mal was anderes als Partei gemacht haben, sich in dieser Partei engagieren? Sie sind naturgemäß älter, so wie ich. Junge Menschen sind in zahlreichen Landesverbänden schon jung an die Spitze gekommen. Ich erinnere nur ganz konkret an Sven Lehmann in NRW oder Gesine Agener im Bundesvorstand. Aber nicht alle Menschen in der Partei sind junge Hipster und nicht alle jungen Menschen sind per se gute Führungsleute. Ich mit meinen 54 Jahren und fast 80 Kilo Lebendgewicht möchte auch weiterhin eine Option für Verantwortung haben. Es kommt doch auf die grünen Ideen im Kopf an und auf tatsächliche Umsetzung grüner Projekte. Alter spielt keine Rolle, wenn Winfried Kretschmann, 69 Jahre jung, gerade derjenige ist, der die Wählerinnen und Wähler anzieht. Kretsch ist halt Kult. Ich lasse mir auf alle Fälle nicht einreden, dass nicht jede Generation in dieser Partei einen Anspruch auf Führung in dieser Partei stellen darf. Das muss dann demokratisch ausgefochten werden. Ich zitiere gerne Ferdows Furudistan aus der heutigen Süddeutschen Zeitung. Aber in der Politik ist Jugend alleine ebenso wenig eine Garantie für Zustimmung wie das Alter eine Bürde. In diesem Sinne favorisiere ich einen neuen Hashtag für unsere Partei. Alter allein ist auch keine Garantie für kluge Ideen. Vielen Dank. Ja,
Reinhold Hugenroth war das aus dem Kreisverband Wittenberg und hat hier in der Debatte durchaus auch ein bisschen einen Redebeitrag abgegeben, der zeigt, dass es Zoff geben kann, denn es geht ja auch bei den Grünen darum, jetzt auch mit dem Generationenwechsel, wer in der Partei zukünftig den Ton angeben wird. Und jetzt ist der nächste Redner Peter Karlusek vom Kreisverband Südliche Weinstraße. Ich komme aus der Südlichen Weinstraße, ich habe es gehört. Es ist eine sehr nette Ecke, ja, dort gibt es viel Wein, sehr guten Wein und es gibt total nette Menschen auch. Es gibt auch was anderes noch und zwar eine Debatte um einen Ort, der leider in den Medien sehr stark thematisiert wurde. Ihr habt das gehört, dass in Kandel in der Südpfalz ein sehr schlimmer Mord passiert ist. Ja, ein Mensch wurde erstochen, eine junge Frau von einem Flüchtling. Wir haben alle getrauert, waren alle in Pietät, wirklich uns zurückgehalten in der Politik, in der Kommunalpolitik. Ich bin gebürtiger Kandler, komme also aus diesem Ort und habe mittlerweile mit vielen Menschen dort gesprochen und dort ist der Ort gespalten. Gespalten nicht deswegen, weil das passiert ist. Das ist ganz schlimm und die Anteilnahme war sehr, sehr groß. Gespalten, weil mittlerweile dort eine Kampagne gefahren wird gegen Flüchtlinge, nicht gegen einen, gegen die Flüchtlinge als solche, gegen Politiker, die quasi die Flüchtlinge willkommen geheißen haben. Menschen, die sich darum kümmern, werden bedroht. Flüchtlingsgruppen werden eingeschüchtert. Sogar die Familie hat Schwierigkeiten bekommen. Hier ist unter anderem ein großer Pulk, sage ich mal, auf die Straße gegangen, angeführt von AfD und anderen aus der gleichen rechten Ecke, die auch jetzt wieder aufrufen für Sonntag, diesen Sonntag, zu einer weiteren Demonstration. Nachdem schon, ich weiß nicht, vier Wochen im Land gegangen sind, eine Debatte im Landtag von der AfD initiiert wurde, die quasi dort auch, um das politisch auszuschlachten, redegewandt versuchte, quasi die Probleme den Politikern die Schuhe zu schieben und den Flüchtlingen selber, die natürlich quasi die Bedrohung selbst par excellence darstellen. Da müssen wir uns ganz entschieden dagegen halten und sagen, was ihr tut, ist verachtenswert. Ihr könnt nicht die Menschen, die bedroht sind, die zu uns Zuflucht gesucht haben, gekommen sind, bedrohen als diejenigen, die verantwortlich sind für das, was passiert ist. Wir müssen schauen, dass wir die Menschen, die jungen Menschen, die zu uns kommen, dass wir die integrieren, dass wir auch dort eine Betreuung organisieren und die nicht allein lassen. Gerade deswegen ist der Familiennachzug so wichtig. Wir müssen schauen, dass die Menschen wirklich kommen können, die Hilfe brauchen. Und die Familie gehört dazu. Wir dürfen nicht alleine lassen. Und wir müssen schauen, dass sowas wie ein Kandel, und zwar dieser Nachsturm dieser AfD und anderen Gruppen, die quasi mitverantwortlich sind, dass das Thema diese Ortsspaltung nicht aufhört, damit es ein Ende hat. Wir wollen, dass Kandel Frieden findet. Wir wollen, dass die Medien achtsam damit umgehen. Da muss man wirklich auch die Medien ein Stück weit mit ansprechen, auch die TV-Medien. Es war übertrieben dargestellt. Andere Sachen kommen einmal, da wurde es 4-5 Mal wiederholt. Das muss nicht sein. Ihr helft dort niemandem, den Betroffenen schon gar nicht. Also bitte schaut, dass wir dort aufeinander zugehen, dass Flüchtlinge auf uns Deutsche zugehen dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass wir auf Flüchtlinge zugehen, ihnen helfen, ihnen Hilfe anbieten, dass man eine befriedete Situation erreicht. Lieber Peter, du musst leider zum Schluss kommen. Und das, ich komme gern zum Schluss, und das wird es mein Appell, dass wir dort, wo aktive Gruppen gegen Flüchtlinge vorgehen, AfD, Reichsbürger oder andere, entschieden uns dagegen stellen. Somit rufe ich auf zur Gegendemo in Kandel, 14:30 Uhr, jetzt diesen Sonntag in 2 Tagen. Dankeschön.